نعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواق. Die letzte Frage: Sollen wir uns Salaf nennen? Ihr kennt den Begriff Salafia. Sollen wir uns so nennen oder nicht? Die Gelehrten sagen zum Teil, ja, man soll sich dem Salafweg zuschreiben. Jeder Muslim muss sich den Salafweg zuschreiben. Weil was haben wir gesagt? Das ist die Essenz unserer Religion. Aber es geht um den Namen. Sollen wir sagen, wir sind Leute der Salaf, wir sind von Ahlus Salafia? Sollen wir so etwas sagen? Manche Gelehrte sagen ja, weil sie sagen, jeder sagt, dass er Ahlus Sunnah ist. Wenn du einen Habashi fragst, was sagt er? Ich bin von Ahlus Sunnah. Ein von Hizb ut-Tahrir, was sagt er? Jeder sagt, ich bin von Ahlus Sunnah. Zum Schluss ist er was? Jemand von Ahlul Bidah. Weil sie neu entstanden sind, diese Gruppierung. Wir haben gesagt, in den letzten 50, 60 Jahren sind sie entstanden und sie haben ihre Führer. Und die wissen das auch. Die brauchen sich nicht anzulegen. Unser Führer ist wer? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sagt für euch Alhamdulillah, warum? Weil wir folgen dem, den Allah uns befohlen hat, zu folgen. Aber diesen Leuten, die gefolgt werden, Allah hat sie nicht genannt, weder im Koran noch in der Sunna, dass sie befolgt werden sollen. Und andere Gelehrte sagen, nein, wir nennen uns Muslim. Weil Allah azza wa jalla sagt im Koran, in Surat al-Hajj, huwa sammakum, hä? Na? La, huwa sammakum al-Muslimin. Er hat euch wie genannt? Muslime. Er hat euch Muslime genannt. Und das reicht uns. Auf jeden Fall. Diejenigen, die gesagt haben, wir sagen, dass wir Leute der Salaf sind, sie meinten das von welcher Hinsicht? Damit wir angeben? Nein. Und ich möchte nur eine Sache, bitte, wenn ihr mir gestattet, noch dazu hinzufügen. Der Salafweg ist keine Gruppierung, weil heute haben wir diese Leute. Wallahi al-Azim, du hast Leute in dieser heutigen Zeit, die schreiben sich dem Salafweg zu, aber er hat von den Salaf nichts gelernt. Der denkt, der Salafweg ist eine Gruppierung. Der denkt, wenn er die Hosen über die Knöchel trägt und wenn er einen Jalabiyah trägt und einen langen Bart trägt und einen kurzen Schnurrbart, dann ist er automatisch von Salaf. Es gibt viele Sufis, die so aussehen, richtig? Das hat nichts damit zu tun. Das ist nur eine Sache, ein Kriterium. Aber dann geht es darum, den Salaf in der Aqida auf richtige Art und Weise zu folgen. Aber manche haben aus dem Weg der Salaf, den edelsten Weg, eine Gruppierung gemacht und wollen sie für sich selbst beanspruchen.